Ja, hallihallo, in diesem Video, ja, ihr kennt das ja, wir sind wieder mal beim Abfahren und ich wollte eigentlich um 8 Uhr fahren, jetzt ist 8.33 Uhr, wieder mal ein bisschen später dran, aber vielleicht können wir es ja auch über die Fahrt ein bisschen ausgleichen. Familie, Auto, alles gepackt und vorbereitet, es geht jetzt los. Wir fahren jetzt nach Süden und es geht nach Illertissen. Illertissen, glaube ich, heißt der Ort. Da ist eine NBW-Raststätte oder Rastpark, sagen wir mal so. Und da wird jetzt unser erster Stopp sein. Und ich glaube, da werde ich euch auch das erste Mal wieder sehen oder ihr mich. Nach dem Intro geht es also los und ich kann euch schon die ersten paar Fahrinformationen geben, wie es geklappt hat bisher. Ja, ca. 72 Kilometer so rum sind wir jetzt gefahren. Verbrauch war gar nicht so schlecht eigentlich. Gut 16 Kilowattstunden haben wir schon teilweise überschritten. Aber ihr habt natürlich die Möglichkeit, ihr könnt schnell oder langsam fahren. Wenn ihr, so wie ihr hier gerade, in einem Stau seid, dann kann es egal sein, wie der Verbrauch ist, denn im Stand ist er gegen Null. Wir schauen jetzt mal, der Stau scheint sich hier schon ein bisschen zu vergrößern. Das ist halt bei Urlaubsreisen, da müsst ihr immer irgendwo ein bisschen Zeitpolster drin haben. Ja, doch schon vor dem ersten Stopp haben wir einen kleinen Take jetzt deswegen gedacht, ich. Und ich hoffe, dass es nicht so lang geht. Es verzögert sich jetzt nochmal um 10 Minuten. Also das heißt, ihr könnt so schnell fahren, wie ihr wollt. Wenn ihr im Stau seid, dann müsst ihr den halt aushalten. Wir schauen jetzt gerade, ob wir ein paar Kilometer einsparen können sogar, weil wir den Stau vorzeitig schon verlassen. Laut Navigation macht es vielleicht 10 Minuten länger aus, aber so wie es hier aussieht, scheint es hier sich noch ein bisschen zu vergrößern, der Stau. Und ja, dann geht es Richtung Süden, Richtung Ulm, hoffentlich dann wieder weiter. Ja, und dann schauen wir mal am ersten Rastpark, wie es da aussieht. Noch ein Kilometer und die ersten Warnblinker gehen schon an, also wahrscheinlich wieder Stauverkehr. Wir fahren jetzt aber runter und laden hier. Wir haben jetzt noch 36 Kilometer Restreichweite, ein Segment ist nur noch auf der Anzeige und jetzt noch ein Kilometer. Jetzt geht es runter zum Laden und natürlich eine kleine Pause machen. So, wir sind jetzt hier angekommen in Illertissen. Und mach jetzt mal den Deckel auf. Hier, Stöpsel raus. So, und wieder, ihr kennt das ja. Das Gute ist, ich kann hier mit der Station hier im Prinzip Rad einstecken, denn wir sind hier registriert für das Auto-Charge. Das heißt, die Station, ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz. Geht hier schon los. Wir kriegen jetzt hier 100% Ökostrom, 100 kW in der Spitze, da es ein Hypercharger ist. So, ihr seht, wir haben noch einen so guten Puffer. Ein Segment war zwar da, aber wir sind bei 19%. Das heißt, die Ladeleistung wird jetzt nicht maximal wahrscheinlich sein. Warte jetzt einen Moment mal. So, jetzt geht es hoch auf circa, ja, nicht ganz 75 kW. Doch, geht jetzt noch ein bisschen höher. Jetzt nochmal. So. Also bei 20%.
und ja, fast 94 kW Leistung. Muss ja aufpassen, dass ich nicht wieder verquatsch. Ich denke, das ist ein guter Wert. Wir werden jetzt hier eine Pause machen. Ich muss mal auf Toilette logischerweise und nach so einer langen Fahrt jetzt wieder, denke ich mal, ist es auch okay, wenn man mal eine Pause macht. Ja, es sind jetzt 11.30 Uhr, ist es jetzt vorbei? Nein, ist sogar noch vor 11.30 Uhr. Wir werden jetzt hier ja, einfach eine Mittagspause machen und dann mal schauen, wie man dann Richtung Österreich dann durchkommt. Vielleicht müssen wir da gar keinen kleinen Zwischenstopp mehr machen und wirklich bis zum Hotel fahren und dann vor Ort noch AC dann halt ein bisschen laden. Dann passt ja auch sogar für uns wieder, weil AC ist natürlich günstiger wie hier an der DC-Station, auch hier bei NBW. Es kostet einfach mehr DC. So, aber klappt schon ganz gut. Und während der Fahrt habe ich mich, ihr habt es ja gesehen, mal auch ein bisschen schneller wie 120 bewegt, aber auch dann wieder 110, manchmal auch weniger schnell, je nachdem wie die Verkehrslage war. Musik ein bisschen lauter gemacht und dann ging das und ja, war eigentlich jetzt ganz gute Fahrt. Wir machen jetzt also die Pause und wir sehen uns gleich wieder. So, ich werde jetzt hier gerade noch ein bisschen was festbannen und ich zeige euch das gleich nochmal in der App dann entsprechend, wie das aussieht. Das heißt, klar, wir haben hier jetzt eingesteckt und ich fuchtel jetzt mir am besten gar nicht mehr mit dem Brötchen rum. Wir machen jetzt, wie gesagt, die Pause und ich habe ja eingesteckt und da wurde ich auch schon gefragt, wie ist denn das dann, wie beende ich das Ganze? Im Prinzip an der Station oder ihr könnt es auch in der NBW-App beenden. Das zeige ich euch jetzt gleich mal. Wollte euch nur ganz kurz auch mal den Hintergrund hier zeigen. Auch hier gibt es leider auch die Problematik, dass tatsächlich jetzt hier um die Mittagszeit generell ein bisschen weniger Parkplätze da sind. Und oftmals fährt man ja so hin, dass es halt bequem ist. Und dann kann es natürlich auch vorkommen, dass ihr hierher kommt und nicht nur viele Menschen laden wollen, sondern dass zum Beispiel auch, wie man hier im Hintergrund sieht, ich drehe mich mal ganz kurz, dass da auch Plätze dann belegt sind, ne, weil das ja ein Ladeplatz ist, versteht das noch nicht jeder Verbrennerfahrer und blockiert euch dann auch. Auch hier einfach freundlich sein, mal fragen, ah, können Sie vielleicht umparken, ich müsste hier laden oder so, damit ich weiterkomme. Weil viele verstehen ja noch nicht, dass ihr auch nicht vor die Tankstelle parkt und die dann nicht laden dann können, also tanken können. Ne? Ja, da muss man noch ein bisschen mit Verständnis dran gehen und wenn halt Unverständnis ist, dann muss man auch ein bisschen auch sagen, hey, du darfst hier nicht stehen, das kostet auch Geld. Ja, aber erstmal ein bisschen auf der freundlicheren Ebene. So, wir schauen uns das mal an in der App. Ja, wie ihr hier sehen könnt, ihr müsst einfach mal die App öffnen. Dann, ja, hier sehen wir jetzt natürlich die Station Illertal West und dann gehen wir auf die Menüpunkte und auf Lademonitor. Das dauert einen Moment. Und dann öffnet sich das aktuelle Lademonitorfenster. Hier seht ihr auch natürlich auch schon, wenn ihr jetzt nicht gerade an der Station seid, wie der Ladestand von, also der Ladezustand von eurem Fahrzeug ist, die Menge, die ihr bisher geladen habt, auch die Zeit, die Geschwindigkeit, der aktuelle Tarif und ob ihr AC oder DC ladet. Ganz unten seht ihr jetzt hier beenden. Und wenn ihr das also nicht an der Station, sondern über die App bequem machen möchtet, dann drückt ihr einfach hier auf Beenden und schon ist das Ganze vorüber. So, die Pause ist jetzt rum. Ihr habt gesehen, wie das funktioniert mit der App. Aber ich bin jetzt hier an die Station wieder gerade gelaufen. Ein paar Meter laufen ist nicht verkehrt. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt weiter. Bei uns zeigt die Anzeige 270 Kilometer. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, reicht mir das jetzt? Wir haben noch ca. 185 Kilometer zu fahren. Ich mache es meistens so, ich nehme die vollgeladene Anzeige, also das heißt der WLTP-Wert und gucke, was kann ich real schon auch mit dem ja, 10% Bereich auch schaffen. Dann komme ich schon auf einen Verlust von ja, fast knapp 30%, ein bisschen weniger natürlich. Aber wenn ich jetzt diesen Faktor nehme, also jetzt zum Beispiel bei uns ca. 0,72 mal rechne, dann kann ich das ja ausrechnen, was müsste ich auch entsprechend dann erreichen können. So, das heißt mit 270 könnt ihr ja mal ausrechnen, 0,7 mal 0,7 zweimal einfach multipliziert. Das heißt mit nur 70% reicht das euch. Und dann würde ich sagen, ja. Und deswegen machen wir es jetzt so. Ich drehe mich hier. Ihr seht wieder die Ladestation hier. Ihr seht, ein aktiver Ladevorgang ist hier. Wir sind jetzt hier nämlich auch schon bei 90% und ihr kennt das ja vielleicht. Es macht wenig Sinn, hier weiter zu laden, weil die Ladeleistung geht zurück und ihr wartet eigentlich nur auf ein paar Kilometer mehr. Wir haben jetzt
über eine halbe Stunde geladen. Ich denke, das reicht. Wir haben uns jetzt verköstigt, wir sind rumgelaufen. Ich denke, das ist ganz gut für eine Pause und drücken deswegen jetzt gleich auf Stopp. Ich zeige euch noch kurz die Ladekurve. Ihr seht es hier nochmal entsprechend. Hier sind wir eingestiegen bei fast 100 kW, knapp unten runter. Dann ging es bei 20-30% runter, dann später nochmal runter und kurz vor der 80% Grenze ging es nochmal runter. Jetzt fährt er eigentlich hier nur noch auf diesem unteren Niveau. Und das muss natürlich nicht sein. Deswegen gehen wir jetzt hier auf Ladevorgang beenden. Möchten Sie beenden? Ja, auf OK. So, das dauert einen Moment. Ich verlasse jetzt hier schon mal den Bildschirm, gehe ans Fahrzeug und gucke jetzt hier, ist hier wieder weiß noch. Das heißt, ist noch nicht freigegeben, glaube ich. Schauen wir noch. Nein, lässt sich noch nicht abziehen. Wir gucken hier nochmal drauf. So, wahrscheinlich ist noch Verriegelung beim Fahrzeug aktiv. Geht es hier nochmal auf den Ladetimer. So, jetzt ist es ab. Kann es hier abziehen entsprechend. So, Stecker ist drin. Nicht vergessen, hier den Plastikstutzen drauf machen. Dann wieder alles schließen. So, und jetzt geht's wieder zurück ins Auto und dann geht's weiter nach Österreich. Also bis gleich. Wir sind jetzt hier am Fernsteinsee, also schon richtig über den Fernpass drüber. Ich wollte euch nur, bevor wir da sind, kurze Info geben. Wir haben jetzt noch 54 Kilometer eigentlich bis zum Schnellladestopp in Innsbruck und 160 Kilometer Restreichweite, obwohl nur drei Segmente noch drauf sind. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt den Berg heruntergefahren sind. Es ging da richtig runter, nur so 20 Kilometer hatten wir dann Differenz. Jetzt sind es über 100 Kilometer, einfach weil wir langsam hier wieder den Berg mit der Kolonne runtergefahren sind. Wahnsinn. Das heißt, würde das jetzt so bleiben, das wird ja auch ein bisschen schneller wieder gleich, dann werden wir tatsächlich den letzten Stopp auslassen, zum Hotel fahren und uns einfach eine AC-Station tatsächlich auch suchen. Also wie ich schon vorhin erwähnt habe, kann das gut funktionieren. Hätte natürlich aber jetzt anders da ausfallen können. Ich bin ja auch das erste Mal jetzt durch die Alpen jetzt gefahren mit dem Elektroauto und habe das jetzt auch noch nicht erfahren. Finde aber, wir sehen hier ganz, ganz viele Elektroautos uns entgegenkommen oder auf die gleiche Strecke fahren. Also ich denke, das kann man sich mit der heutigen Technik auf jeden Fall zutrauen. Ja, so, jetzt sind wir angekommen hier in unserem Hotel in Innsbruck. Wir haben tatsächlich den letzten Ladehalt ausgelassen, denn wie hier vorne an der Anzeige seht, also sind noch drei Segmente drin. Ich gehe mal auf die Verbrauchsanzeige noch.
So, wir haben jetzt nämlich richtig sparsam das Ganze noch hingekriegt. Es ging ja richtig runter den Berg. Und irgendwie ist der Verbrauch gegen wirklich fast null jetzt gegangen. Statt 17 Kilowattstunden haben wir jetzt nur noch einen Durchschnittsverbrauch auf die 410 Kilometer von 15,1. Ja, und würde ich sagen, ist doch ein super Wert gewesen jetzt. Das heißt, natürlich klar, auf dem Rückweg werde ich natürlich nochmal gucken, ob ich meine Routenplanung oder meine Strategie, meine Ladestrategie vielleicht sogar noch anpasse. Aber jetzt der erste Schritt oder der erste Weg, sage ich jetzt mal, hier nach Österreich hat wunderbar geklappt. Also auch der erste Stopp hat ja, habt ihr ja gesehen, wunderbar geklappt. Wir haben über eine halbe Stunde zwar Pause gemacht, aber ich würde jetzt sagen, wir haben ja auch was gefispert, kurz die Beine vertreten, Toilette und so weiter. Also ich denke, das hat wunderbar geklappt. Ja, nichts Außergewöhnliches. Also wir checken jetzt mal ein und dann suchen wir hier noch eine Station und können einfach AC dann so 3-4 Stunden dann das Auto richtig vollladen. Hier sind wir in einem Parkhaus vom Hotel. Das heißt, da können wir dann nachts dann sicher das Auto abstellen wieder, morgens frisch und vollgeladen losfahren und dann geht's nach Italien weiter. Ja, der Nachmittag und Abend ist schön ausgeklungen und ja, wir haben jetzt das Ganze einfach tatsächlich gemacht. Wir haben den letzten Schnellladestopp ausgelassen, weil es sowieso in Innsbruck war und ich drehe euch mal die Kamera. Ihr seht schon, ich habe hier jetzt Auto auch an der normalen AC-Ladestation ziemlich vollladen können. Morgen, ich bin hier gerade am Navigationssystem, wird es dann nochmal ja, 257 Kilometer weitergehen, bis zum ersten Stopp vielleicht. Und dann werden wir nochmal ein paar Kilometer dazu bekommen. Also man kann sagen, auch nochmal, ja nicht ganz die 300 Kilometer, glaube ich, sind es dann insgesamt. Also es wird schon noch ein Stück gehen insgesamt auch bis runter an unser Hotel. Und auch hier müssen wir vorher dann nochmal aber auf jeden Fall laden, weil dort gibt es dann gar nichts dann entsprechend. Da werden wir dann nur dann vor Ort auch, so wie heute dann in Österreich, immer zwischendurch mal für ein paar Kilometer nachladen. Wir haben hier erst versucht, ja unseren EnBW-Tarif zu bekommen. Lustigerweise haben wir hier fast nur CCS mit 20 kW Ladestationen gefunden, die... Ja, 46 Cent zwar pro Kilowattstunde kosten, ist allerdings schon auch ein bisschen happig und da haben wir uns dann dafür entschieden, auch für 39 Cent einfach an ja, einer x-beliebigen, hier sind es 200-300 Meter entfernt vom Hotel sogar, konnten wir hier ganz bequem an der Straße jetzt das Fahrzeug nachladen. Wie gesagt, ist jetzt fast voll. Ich hätte mir es natürlich ein bisschen anders davor gestellt, jetzt nicht über Nacht dann im Parkdeck jetzt dann stehen zu lassen, aber bevor wir morgen früh dann wieder hin und her laufen müssen, haben wir gesagt, jetzt laden wir das Auto voll. Wie gesagt, ihr habt es gesehen, 15 Minuten und ich hoffe, für morgen wird der nächste Abschnitt dann auch wunderbar funktionieren. Wird natürlich ein bisschen anders das sein von der Route, da mal über den Brenner dann entsprechend nach Italien ja fahren. Italien ist auch nochmal ganz anders da zu fahren und es geht nochmal ein steileres Stück dann hoch wie heute. Beziehungsweise heute ging es ehrlich gesagt sogar richtig nach Innsbruck schön runter. Da haben wir sehr guten Verbrauch gehabt, ihr habt es ja gesehen. Und ja, ich bin jetzt ganz gespannt und ihr ja wahrscheinlich auch, wie das jetzt klappt auf dem zweiten Abschnitt. Also seid mal gespannt. Ich gehe jetzt ins Bettchen gleich und ihr seht jetzt gleich morgen früh, also im nächsten Abschnitt dann, wie es weitergeht. Viel Spaß. Ja. Ein neuer Tag beginnt bei uns. Wir sind soweit startklar und ja, ihr seht das Auto hier vorne in der Anzeige, zeigt an, Akku ist geladen. Ich habe gestern also 100% geladen. Wir fahren über den Brennerpass. Gestern hat es ja wunderbar alles funktioniert. Ja, kann ja immer auch mal anders da kommen. Wer weiß, vielleicht klappt es ja auch heute mal nicht so gut. Ich denke aber, aufgrund des vollgeladenen Zustands hoffen wir mal entsprechend sehr weit zu kommen. Da wir nicht perfekt laden können vor Ort in dem kleinen Ort, wo wir sind, am Gardasee, wenn wir vorher noch tatsächlich aber auch trotzdem noch eine Ladepause machen, einfach vielleicht ein paar Kilometer als Reserve zu haben und den Rest machen wir dann vor Ort. Ja, also ihr seht, es klappt eigentlich ganz gut. Jetzt ist natürlich interessant, wie verhält sich auch das Auto jetzt gerade auf dem noch höheren Anstieg, auf dem Brennerpass entsprechend, aber auch auf der anderen Seite runter. Da bin ich jetzt ganz gespannt mal auf meine Anzeige. Vollgeladen sind wir ja, also selbst wenn wir jetzt hochfahren,
kommen wir auch auf jeden Fall auf der anderen Seite gut runter. Aber ich bin mal echt gespannt, wie dann der Gesamtverbrauch ist. Ich mache es jetzt so. Ich drehe jetzt mal die Kamera. So. So, Moment. Ich drehe jetzt gerade nochmal die Kamera. So, die ist gedreht. So, jetzt seht ihr, das ist der Verbrauch. Das bleibt jetzt unser Gesamtverbrauch. Und hier haben wir den Trip 2, 15,1 seht ihr hier. Und ich setze es jetzt zurück. So, 0,0. Und da schauen wir dann später drauf auf den Trip 2. Was haben wir dann jetzt auch auf dem zweiten Abschnitt gebraucht? Wir hatten aber auch schon 57 Kilometer gefahren. Ja. Zwei Segmente sind in der Anzeige jetzt weg. Und genau. Wir haben noch ein Stück zu fahren jetzt. Ja, wir sind auf jeden Fall auf der italienischen Seite, haben die Höhe jetzt hinter uns gelassen. Also hat auch schon eine Reichweitenanzeige, fast 100 Kilometer Differenz jetzt gegeben. Nach nicht ganz 50, 60 Kilometer. Also man merkt schon den Berg auf jeden Fall, aber da wir ja auch vollgeladen waren, wie gesagt, zwei Segmente sind weg, hat es jetzt ganz, ganz gut geklappt und jetzt geht es eigentlich recht lang gezogen, eigentlich Richtung Gardasee runter. Wie gesagt, ein paar Impressionen seht ihr ja immer und genau, da melden wir uns wahrscheinlich erst wieder, wenn wir dann in der Nähe vom Gardasee sind, melde ich mich zurück dann jetzt und konzentriere mich auf Fahren. Tja, wir sind jetzt gerade an Bozen vorbeigekommen und auch das wollen wir hier nicht verheimlichen. Ihr seht hier wieder Stau. Ich glaube, wir sind hier hinter uns und vor uns eigentlich so die Einzigen, die eine Rettungsgasse machen, der Deutsche vor uns und wir. Ja, finde ich ein bisschen schade, dass man auch in anderen Ländern die gleiche Problematik hat, Rettungsgasse bilden, wenn Stau ist. Naja. Wir haben jetzt den ersten Stopp tatsächlich ausgelassen, den ich mal so sicherheitshalber eingeplant habe, aber da es die Berge runterging. Ich habe jetzt einen Verbrauch gehabt von 13,1 jetzt hier, der Durchschnittsverbrauch 130 Kilometer gefahren und sind jetzt drei Segmente weg. Ja, ist ganz gut und jetzt fahren wir noch ein Stück weiter und dann sehen wir uns dann wahrscheinlich nochmal gleich in einem nächsten in der nächsten Sequenz dann entsprechend nochmal, ja, nochmal kurze Pause dann machen vor Ankunft am Hotel. Ja, wir sind hier in Riva del Garda jetzt nach einigen Stunden angekommen. Ja, es ist knapp zweieinhalb, eher drei Stunden würde ich jetzt sagen. Kurz angehalten, weil wir schon vorher eigentlich eine kleine Shoppingtour machen wollten und sind jetzt hier, wie gesagt, an einer öffentlichen Ladestation hier in Riva del Garda. Auch die konnten wir mit unserem ADAC, wollte ich schon sagen, mit dem AC-Tarif, genau, von der NWW benutzen. Und hier super geile Aussicht. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es ist wirklich schön, wenn man endlich in der Urlaubsregion angekommen ist und wirklich so wie im Hintergrund den See dann sehen kann. Hier, wir sind gleich mal hier vorgelaufen und wir waren jetzt hier in
der City von Riva del Garda, ganz oben im Norden vom Gardasee. Und genau, wir konnten auch ein bisschen schon Shopping machen, Toilette gehen. Hier das Auto hat jetzt fast ja, 1,5 Stunden geladen. Mit 30 Minuten sind wir angekommen. Also wir hätten da gut noch fahren können. Restreichweite war, glaube ich, noch 130. Jetzt sind es auch schon wesentlich mehr. Sind jetzt bei 5 Segmenten jetzt schon fast. Und ja, wir werden jetzt hier abstecken. Jetzt haben wir auch genug schon auch für die Touren dann vor Ort. Ich denke, da werde ich jetzt gar nicht so viel bringen, sondern einfach mal euch nochmal dann die Rückreise zeigen, weil die schon sehr interessant war. Wir sind hochgefahren, Brennerpass, kann ich ja schon mal euch sagen. Dann am Brennerpass haben wir dann 2 Segmente für gerade mal 48 Kilometer verbraucht. Dann sind wir runtergefahren bis Trento, kann man sagen, und haben eigentlich fast gar nichts verbraucht. Dann sind wir abgefahren und über die Berge dann entsprechend sind wir Arco, sind wir Richtung Riva del Garda gefahren und das ist schon Wahnsinn, da haben wir noch ein bisschen gebraucht, aber wirklich auch nicht viel. Also man kann sagen, wir sind jetzt hier mit, wie gesagt, 3 Segmenten angekommen dann und ja, das wird jetzt interessant natürlich auf dem Rückweg, deswegen würde ich jetzt auch sagen, wir machen jetzt unseren Urlaub, ihr seht mich ja dann, also wenn ihr es jetzt natürlich hier seht, ist das schon vorbei, aber ich habe ja schon einiges dann für die Zwischenzeit vorbereitet. Und habe mir gedacht, deswegen, ich mache jetzt hier Urlaub und ich zeige euch einfach mal dann nur die Rückreise. Vielleicht noch ein paar Impressionen natürlich von unserer Urlaubsregion, dem Gardasee. Bis gleich.